So, schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde. Big2B und Olli sind natürlich wieder am Start. Wir haben wieder was Neues zu testen für euch. Und zwar neuen Tabak. Den gibt es noch nicht so lang. Ziemlich aktuell. Ich kannte ihn vorher noch gar nicht. Du kennst ja auch gar nichts. Ja, du kannst ihn auch nicht vorher, gibst doch zu. Hier, Black Snow 360. Ist Tabak, der auch aus Jordanien kommt. Steht auch hier unten ganz klein geschrieben, Made in Jordanien, glaube ich zumindest. Ich lese selber nochmal, aber ich glaube schon. Made in Jordan, genau, importiert von Lamar Shisha. Genau. Und der Tabak selber ist, wie man jetzt auch gleich sehen kann, hier dran nicht, also nicht mit Farbstoffen versehen, so dass ich das Wort nur rauskriege. Genau, also er ist der natürlichen Farbe erhalten geblieben. Das heißt, keine roten Farbstoffe drin, was für Deutschland auch verboten wäre normalerweise. Und der Tabak ist sehr schön geschnitten und auch sehr schön feucht, muss man sagen. Ich schau gerade mal, Köpfe habe ich hier. Wir machen ja heute wieder den Setup-Check mit Abstandssetup, Da Vinci Funnel, den es nicht mehr zu kaufen gibt, wo schon viele nachgefragt haben, leider. Da sieht man auch nochmal den Schnitt. Ich zeige euch aber gleich auch noch im Ami-Setup hier. Und zwar die Shallow Bowl von Lamar. Da sieht man jetzt auch nochmal, der Schnitt ist sehr fein. Also sehr leicht auch in den Kopf zu geben, das Ganze. Wirklich sehr schön. Und ja, dann kommen wir noch zum Geruch. Riecht sehr stark. Sehr fruchtig. Aber auch sehr nach Zitrone. Undefinierbar, aber wie der Olli gerade gesagt hat, wollte ich auch gerade sagen, man merkt aber auch wirklich das Zitrus. Genau, so säuerliche. Genau, so säuerliche Note. Genau, und ja, Cosmopolitan ist ja ein Cocktail, wie ihr alle wisst. Und habt ihr bestimmt auch schon mal getrunken? Nein. Also ich habe schon mal getrunken, glaube ich. Ist auch schon länger her. Die moderne Rezeptur, ich lese es gerade mal vor. Wird aus mit Zitronen aromatisiertem Wodka, Limettensaft, Cranberry Saft und manchmal Chantre. Chantre heißt es, Chantre, oder? Das ist ein Chantre, wenn es so dran steht. Hier. Wo ist? Ja, ich denke mal. Normalerweise schreibt man den Chantre an, das wird sicher am Markt gehen, der Chantre. Ja, keine Ahnung. Ich schätze mal, dass es so ein Weinbrand ist. Genau. Ich schätze mal. Also Limette habe ich, riecht mal raus. Und ja, mal schauen, wie der Tabak sich so im Ami-Setup verhält. Wir rauchen den jetzt wie immer. Zwei Lagen vorgeschnittene Alufolie, Komplettlochung, drei Naturkohlen drauf. Und beim Olli genau das gleiche. Zwei Lagen vorgeschnittene Alufolie. Komplettlochung und drei Kohlen. So, dann schauen wir mal. Die Kohlen sehen schon aus wie frisch aus der Hölle. Sehr schön, ja. Sehe aber nur eine schwarze Stelle, Moment. Ja, ja, da haust du gleich die Kohle hinten weg. Schön auf den Glasteller. So. Warte, fangen wir bei dir an, weil bis ich sitze, dauert es noch ein bisschen. Ich bin ja gespannt. Wie gesagt, den Tabak, den kenne ich jetzt vielleicht 10 Tage oder so. Also da habe ich das erste Mal im Internet gelesen. Da hat Lamar mal in Facebook geschrieben, neuer Tabak erhältlich. Und ja, in verschiedenen Sorten. Und dann habe ich natürlich gleich mal auf die Seite geschaut und dachte mir, ja, neuer Tabak, schauen wir mal. Wie er wird, wie er ist. Und ich gehe auch gleich mal auf die Seite. shisha-king.de. Da wo es auch die SKS-Pfeifen gibt und so weiter und so fort. So. Ja, und dann gucken wir mal. Dann gehen wir einfach hier auf die Rubrik Tabak. Und dann findet man gleich 360 Black Snow Tobacco. Es gibt momentan insgesamt 10 verschiedene Sorten. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Zum Beispiel auch Ocean Breeze.
könnte ein Konkurrent zum Black, zum Blue Mint zum Beispiel sein, von Star Wars, schätze ich jetzt mal. Blue Mist. Ja, ein Blue Mist. Mojito, absolut Mojito, für den Olli zum Beispiel, der sehr gern sowas ja, wenn du endlich mal hier einen aufmachen würdest. Ja, Pink Lemonade, dann unseren Cosmopolitan, The Killer Sunrise und so weiter und so fort. Müsst ihr einfach mal drauf schauen. Er ist schon zugehört, er wird schon besser nicht wie ich. Geh mal die Wünsche her. So soll es eigentlich auch sein, oder? Ja gut, beim Armesteller aber auf jeden Fall. Sollen wir drauf machen, oder? Ja, sicher. Ja, so wie es aussieht, beim Abstandsetter braucht er mehr Hitze. Für den Anfang auf jeden Fall mehr. Also ich rauche ja momentan nur das Ami-Setup und der Olli jetzt momentan nur das Abstandsetup. Deswegen, erst wenn sie gescheit angeraucht sind, wenn wir mal wechseln. Rauchentwicklung kommt schon. Ah, wobei, es tut ganz leicht drückt es bei mir. Aber nicht so, dass ich jetzt abbrechen müsste oder sonstiges oder husten müsste. Also abbrechen heißt unterm Ziehen einfach abbrechen. Ach so. Das meine ich. Ihr habt Achtberger abbrechen, weil er erbrechen muss. Na. Ganz, ganz dezent. Also ich mag es fast nicht. Ja, also bei mir ist es, ich sage jetzt mal, gefährlich. Ich denke, wenn ich jetzt die Kohlen weiter in die Mitte schiebe, habe ich die Befürchtung, dass es dann kratzen könnte. Ich teste es trotzdem mal, weil jetzt sind sie eigentlich schon lang genug an der Seite. Sprudel oder hast du schon wieder unser Memmenbier rein? Bier habe ich auch da. Unser Memmenbier oder willst du Sprudel? Memmenbier. Memmenbier. So wie die Leute da immer sagen, wir trinken ja kein Bier. Egal, mir schmeckt es. Vor allem Filter 7. Ah, das ist jetzt Schild Orange. Filter? Machen wir gleich. Unsere Ghost-Person. Ghost? Die, wo wir wieder nicht verraten, ob es ein Bär oder ein Die ist, der war hier. Oder ein Es. Oder ein Es. Oder irgendein Stinker, der wo hier an diesem Schlauch jetzt zieht. Der kriegt auch ein Ghost-Getränk. Vielleicht kriege ich auch gleich einen Ghost-Kick, wenn ich so weitermache. Ja, Olli, ich würde sagen, wir tauschen jetzt mal Schläuche. Oder halt einfach mal, ja, genau. Du dein drüber legen, über meinen. Olli, jetzt Ami-Setup, ich Abstand-Setup. Ja, bei dir ganz dezent. Also der erste Zug gerade hat mich gerade an einen Einbrand erinnert. Was Einbrand? Ja, die Mehlschwitze oder wie man die nennt. Ja, also beim Olli muss auf jeden Fall der Windschutz drauf. Also aktuell finde ich, dass der Geschmack bei mir besser zur Geltung kommt. Bei was? Bei dem. Na hier ist der, weiß nicht. Ich glaube, da schmeckt man, dass es zu viel Hitze ist. Das ist jetzt nicht so verbrannt, also er schmeckt jetzt nicht nach Kohle oder so. Aber irgendwie. Ja, wie ich schon vermutet habe, zu viel Hitze ist nicht gut. Vielleicht wird der ja besser. Umso länger man raucht. Richtig. Kann auch sein. Aber ich tue sie lieber wieder an den Rand. Aber im Abstandssetup ist er auf jeden Fall besser, finde ich. Zumindest am Anfang. Ja, da schmeckt man richtig das Süße raus. Und das säuerliche im Abgang. Jo. Also, gut, wir haben den Tabak einen Tag zuvor schon mal im Abstandssetup getestet. Also gleiche Setup, wie wir es jetzt schon rauchen, mit der MPS eben. Und da war der Geschmack auch durchgehend, eine Stunde lang geraucht. Super, gar keine Probleme gehabt, kein Kratzen, kein Drücken, gar nichts. Geschmack war wirklich super. Und nur, was ja, ich aber dazu sagen muss, der ist aber länger ab, also länger hat der besser gequalmt ohne Windschutz. Aktuell vielleicht wenig Tabak oder so. Also wir haben, also ich weiß, wo wir ihn benutzt haben, haben wir auch öfters mal Windschutz wieder drauf tun müssen. Öfters. Aber er braucht schon Hitze, auf jeden Fall, der Tabak. Wobei ich sagen muss, im Ami-Setup lässt er sich auch gut rauchen.
Ihr müsst Setup halt wie gesagt richtig machen und dann klappt es bei dem Tabak genauso gut. Man muss halt das ausprobieren, ob zwei oder drei Kohlen bei dem, beim Ami-Setup ist auch immer unterschiedlich, welchen Kopf ihr benutzt, ist ja klar. Ja, und sonst, nach was schmeckt der Tabak? Also ich schmecke die Zitrusfrucht, oder das schmeckt mir eher raus. Nur das Süße, also so die Mette oder sowas. Dass es jetzt gerade Cranberry oder so ist, das wird man natürlich nicht rausschmecken, sage ich mal, aber man schmeckt das Süße. Man schmeckt beides eigentlich. Man schmeckt was Süßes und man schmeckt auch das Saure. Es ist eigentlich beides zu schmecken. Und wenn man Cranberry jetzt liest, dann kann man sich das auch besser vorstellen, dass es nach sowas schmeckt. Also das kommt recht gut rüber. Schmeckt sehr lecker, der Tabak. Also kann ich euch nur empfehlen, absolute Kaufempfehlung. Besser zum Rauchen finde ich im Abstand-Setup. Qualm tut er auch sehr gut. Außer für die eine Person, wo er geschrieben hat, dass er sein Shisha ausmachen würde. Ja, ja, wenn er ihn so rauchen würde. Ja, also jetzt auch, wenn ich ziehe, der Geschmack ist nicht so stark jetzt da wie beim Abstandssetup, komischerweise. Aber ich ja wieder Geschmackssage, sagen wir mal, weil verbrennen ja. Tut er nicht. Er ist rauchbar, aber er wird nicht intensiver, wie man meint. Nö, also er schmeckt ganz normal, nicht so intensiv, aber dennoch gut. Und ja, ihr könnt beide Setups ausprobieren. Wir geben die Kaufempfehlung fürs Abstandssetup raus, weil es da einfach besser zu rauchen geht, weil es dort intensiver schmeckt und besser schmeckt. Ja, und dann haben wir es für heute eigentlich schon wieder. Wir sagen natürlich wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Review wieder. Probiert zwar die Black Snow Tabaksorten. 18,90 € in 200 Gramm sind die Preise. Gibt es momentan nur in 200 Gramm. Und wie gesagt, 18,90 € und alle Sorten momentan verfügbar bei shisha-king.de. Und soweit ich weiß, auch der einzige Shop, der den momentan hat. Geschmacksmäßig, wie ich schon, wenn ich sagte, ist ja recht gut und für den Preis auf jeden Fall angemessen, weil ich jetzt nicht zu teuer wie Fantasia. Ne? Der Geschmack ist echt, der Preis-Leistungsverhältnis ist okay. Ist super, ja. Weil ich vergleiche es gerne dann mal mit Starbucks und vom Preis jetzt her und 200 Gramm sind dann echt günstig. Weil Starbucks kostet ja knapp 25 €. Gut, da war er jetzt. Wie viel kostet er jetzt? 1 € teurer ist er geworden. Also 13 Euro war es wahrscheinlich. 2,50 € hat er kostet. Genau, genau. Also ich habe mal 5 € mehr, aber Geschmack natürlich super. Genau. Jo, dann haben wir es für heute. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Shisha-Warentest-Team, Big2B und Shisha-Olli sagen danke, servus, goodbye.